Guten Morgen, Jahr 9. Unser Titel heute ist Was willst du machen? I hope you are all well and that you've enjoyed a restful Easter holiday. To start, I'd like you to copy out the vocab table and fill it in. I've given you options on the right-hand side of the screen in yellow to help you do that. I'd like you to pause the video now as I'll be going through the answers shortly. Ich will in die Stadtmitte fahren. I want to go into the town center. Ich will ins Kino gehen. I want to go to the cinema. Ich will eine Bootsfahrt machen. I want to go on a boat trip. Ich will einkaufen gehen. I want to go shopping. Ich will in die Spielhalle gehen. I want to go to the amusement arcade. Ich will ein Picknick machen. I want to go for a picnic. Ich will Skateboard fahren. I want to go skateboarding. Ich will ein Fußballspiel sehen. I want to see a football match. So today we're on to a new topic and we're going to be saying what you want to do using ich will and wir wollen. And we're also going to be practicing the time, manner, place rule, TMP. So we're going to begin by looking at the key grammar for today. Firstly, I'd like you to look at this verb wollen. Do you have any idea what it means? Fantastic, to want to. And what type of verb is it? Correct, it's a modal verb. Okay, so the modal verb wollen means to want to. And we use wollen with an infinitive which goes to the end of the clause. What do I mean by an infinitive? Fantastic, correct. Yes, a verb in the to form. So machen, to do, spielen, to play, essen, to eat. All of those are infinitive verbs. So if we have a look here, we have ich will ins Kino gehen. I want to go to the cinema. The ich will is from the I want to, from the modal verb, and gehen, the verb to go in the infinitive form. So these are the forms of wollen. Okay, imagine you're pointing to yourself and your classmates and repeat after me. Ich will. I want to. Du willst. You, one person who's my friend, wants to. Sie, es will. He, she, it wants to. Wir wollen. We want to. Ihr wollt. You, plural, want to. Sie wollen. So the sie without the capital is they want to, and with the capital is you, formal, want to. So if you were talking to someone who is in authority over you, like a teacher or the queen or something, you'd use sie in Germany. So let's look at these in context. Please repeat after me. Ich will in die Stadtmitte fahren. Ich will einkaufen gehen. Ich will Skateboard fahren. Ich will ins Kino gehen. Ich will eine Bootsfahrt machen. Ich will ein Fußballspiel sehen. Ich will in die Spielhalle gehen. Ich will ein Picknick machen. What I'd like you to do now is to copy out that grammar rule and translate the following six sentences. Okay, you can use your starter to help you with this. And you're trying to manipulate wollen into the different parts for the different people, the different subjects. I'd like you to pause the video now as I'll be going through the answers shortly. Number one, I want to go skateboarding. Ich will Skateboard fahren.
Two, you, singular, so one person, want to go to the games arcade. Du willst in die Spielhalle gehen. He wants to see a football match. Will ein Fußballspiel sehen. We want to go on a boat trip. Wir wollen eine Bootsfahrt machen. You, plural, want to have a picnic. Wollt ein Picknick machen. Six, they want to go to the cinema. Sie wollen ins Kino gehen. Okay, so I've put all the modal parts of wollen in purple there and the infinitive verbs in green. Hopefully that makes sense to you. We're now going to look at our second grammar point for today. Our second grammar point for today is the time, manner, place rule, and hopefully you are familiar with this concept from previous lessons. So, in German, if a sentence contains information about when, how, and where, it goes in that order. So, for instance, wir wollen am Sonntag mit dem Rad in die Stadt Mitte fahren. How would you translate that? Okay, so if you translated it literally, you would have we want to on Sunday with the bike into the town centre travel. But in a more English way, you would write something like on Sunday we want to cycle into town. I'd like you to copy down that grammar rule and then see if you can translate the following three sentences into German. I'd like you to pause the video now as I'll be going through the answers in a moment. Eins. Ich will am Samstag mit meinen Freunden ins Kino gehen. So there we have the time, am Samstag, on Saturday, the manner, mit meinen Freunden, with my friends, and the place, ins Kino. Zwei. Du willst am Mittwoch mit deinem Bruder ein Picknick machen. Now here we don't actually have a place, but the time and the manner still need to follow in that order. Drei. Will am Dienstag mit seiner Schwester einkaufen gehen. Again, here we just have a time and a manner. We're now moving on to a listening task, and I'd like you to copy out that table and get ready to fill it in. You need 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then which day it is, what they want to do, and what time they decide to meet. Okay, so you may want to pause the video now as I'm going to be reading the transcript in a moment. Eins. Was willst du am Montag machen? Ich will in die Stadtmitte fahren. In die Stadtmitte? Ja, prima. Wann machen wir das? Wir machen das am Morgen um 11 Uhr. Okay, am Morgen um 11 Uhr. Zwei. Was willst du am Mittwoch machen? Am Mittwoch? Ich will eine Bootsfahrt machen. Ja, gute Idee. Wann machen wir das? Am Morgen. Das Boot fährt um 9:30 Uhr. Drei. Was willst du am Dienstag machen? Ich will schwimmen gehen. Schwimmen? Nein, das Wetter ist zu kalt. Ich will Skateboard fahren. Ja, gute Idee. Skateboard fahren ist lustig. Wann machen wir das? Wir machen das am Nachmittag. Gut. Also, am Dienstagnachmittag fahren wir Skateboard. 4. Was willst du am Freitag machen? Ich will ins Kino gehen. Nein, das will ich nicht. Das ist zu teuer. Ich will ein Picknick machen. Ja, prima. Wann machen wir das? Am Morgen? Nein. Das geht nicht. Am Nachmittag um 3:30 Uhr? Ja gut, wir machen das am Nachmittag. 5. Was wollen wir am Samstag machen? Am Samstag? Ich will einkaufen gehen.
Nein, Einkaufen ist langweilig. Ich will ein Fußballspiel sehen. Stuttgart spielt gegen Bochum. Ja, okay. Wann machen wir das? Wir machen das am Morgen um 11 Uhr. 6. Was willst du am Donnerstag machen? Ich will eine Radtour machen. Uff, das ist zu anstrengend. Ich fahre nicht gern Rad. Ja, dann. Ich will in die Spielhalle gehen. In die Spielhalle? Ja, gern. Wann machen wir das? Wir machen das am Abend um 6 Uhr. Ist das okay? Ja, kein Problem. If you missed any of those, I'd like you to rewind the video and listen again as I'll be going through the answers in a second. Okay, the first person arranged to go into the town centre on Monday in the morning at 11 a.m. The second person arranged to go on a boat trip on Wednesday in the morning at 9:30 a.m. And I hope you got 9:30 because they said halb zehn, okay, which is not half ten, it's half to ten, so 9:30 in English. Number three, on Tuesday, we're going to go skateboarding in the afternoon. They didn't specify a particular time. The next, number four, on Friday, they were going to go for a picnic in the afternoon at 3:30. Again, they were trying to trick you out by saying halb vier, but I hope you didn't fall for that trap. It's half to four, so 3:30. Number five, we're going to watch a football game on Saturday in the morning at 11 a.m. Stuttgart against Bochum. And finally, number six, we're going to go to the amusement arcade on Thursday in the evening at 6 p.m. Okay, in the evening being am Abend. In the textbook, we find this email from Marta on Thomas, and I'd like you to just listen as I read it to you. Hallo Klick, wir haben Besuch aus England. Unsere Austauschpartner Emily und Josh. Sie kommen aus Watford. Das ist eine Stadt in Südengland. Wir wollen diese Woche viel machen. Also, hier sind die Pläne. Wir fahren am Montagmorgen mit der S-Bahn in die Stadtmitte. Dort wollen wir einkaufen gehen. Danach gehen wir in die Spielhalle. Wir fahren am Dienstagnachmittag mit dem Bus zum Skatepark. Josh kann sehr gut Skateboard fahren und er will uns ein paar Tricks zeigen. Wir machen am Mittwochmorgen eine Bootsfahrt. Das Boot fährt um 9:30 ab und die Fahrkarten kosten 3 €. Also wollen wir pünktlich dort sein. Wir gehen am Donnerstagabend ins Kino. Wir wollen Spider-Man 4 sehen. Und wir treffen uns um 5:30 vor dem Scala-Kino. Wir fahren am Freitagnachmittag mit dem Rad zum Park. Wir wollen dort ein Picknick machen. Alle müssen etwas mitbringen, zum Beispiel Chips, Brötchen, Cola oder Limo. Wir gehen am Samstagmorgen einkaufen, weil wir Souvenirs kaufen wollen. Wir sehen am Samstagnachmittag ein Fußballspiel. Stuttgart gegen Bochum. Ein Ticket kostet 12 €. Wir wollen um 10 Uhr mit der U-Bahn zum Stadion fahren. Also kommt bitte um 10 vor 10 zur U-Bahn-Station. Bis bald, Marthe und Thomas. I'd like you to read back through the text and see if you can find the following phrases 1 to 8. I'd like you to please write down both the English and the German in your books, and please pause the video now as I'll be going through the answers in a moment. Number one, Sie kommen aus. Number two, die Pläne. Number three, danach. Number four, zeigen. Number five, die Fahrkarten. Number six, pünktlich. Number seven, ein Fußballspiel. Number eight, bitte. Your homework for today is to translate that text into English. As usual, there'll be 3 merits for the first correct answer. I hope you're all well. Auf Wiedersehen!